In Kniedelfeld hat vor kurzem der Frühlingsball stattgefunden. Neben glitzernden, langen Roben haben vor allem die frühlingshafte Deko und die tanzbegeisterten Gäste für Stimmung gesorgt. Zu Gast waren neben zahlreichen Tänzer und Tänzerinnen aber auch bekannte Gesichter der Politik. Ja, wir haben heute den ersten Kniedelfelder Frühlingsball. Vorher war es der Blütenprachtball. Jetzt haben wir das auf den Frühling umgemünzt sozusagen. Wir haben ein gutes Rahmenprogramm, eine tolle Musik. Ich glaube, wieder ein schöner Abend heute. Ein echtes Highlight ist der Auftakt des Balls gewesen. Alena Krassiger hat mit ihrem Team für Stimmung gesorgt. Neben Lichteffekten, Tanzeinlagen mit Tuch und speziellen Kleidern in Engelsform haben vor allem die beiden Showacts dazu geführt, das Publikum zu mitklatschen, singen und tanzen zu bewegen. Die Stimmen der beiden Sängerinnen sind in Solo-Einlagen und einem Duett zur Geltung gekommen. Wichtig ist für das Publikum im Anschluss aber vor allem eines gewesen, das Tanzparkett. Sehr viele Gäste, die heute hier sind, sind ja auch fleißige Besucher unseres Tanzcafés. Deshalb weiß ich, dass sehr viel getanzt werden wird. Und ich hoffe, Sie werden auch die Eröffnungsshow von der Alena Krassiger genießen. Ein so tanzbegeistertes Publikum gibt es nicht alle Tage. Umso mehr kann Kniedelfeld stolz sein, einen so tollen Ball mit noch besserer Stimmung organisiert zu haben.